MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und da sind wir wieder. Dein Fleiß und deine Ausdauer haben sich bezahlt gemacht. Yay! Du wirst hiermit zum Feuerwehrmann befördert. Ab jetzt darfst du den TLF Florian 4 fahren. Das Tanklöschfahrzeug Florian 4, glaube ich, heißt er. Tanklöschfahrzeug. War das richtig? Oh, ich werde zugeflamed, wenn das nicht stimmt, hä? Das gibt wieder Katastrophen, Horror, Geflame in YouTube, hier auf meinem Channel. Die ganzen Feuerwehrleute, die werden mich umbringen. Oh mein Gott. Nein! I believe I can fly. Das können wir. Wir können fliegen. Zwar nicht selbstständig zum Glück, aber hey. Guten Morgen. Morgen. Mann. Frauen sind ja nach wie vor keine anwesend. Aber wir machen schon das Beste daraus. Korrekt. Das Tanklöschfahrzeug Florian 4 teile ich dir heute zu. Danke. Sorge dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Dankeschön. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja so weit. So, das war's. Natürlich, das Fahrzeug ist bestimmt auch. Auf euch auf. Hallo, danke, ich hänge am Stuhl fest, ist ja ätzend. Das Fahrzeug ist bestimmt nur nicht optisch, sondern auch technisch voll in Ordnung. Schauen wir uns Florian 4 mal an. 3, 4. Fahren wir mal raus und gucken uns ihn mal an. Huch. Das ist das gute Stück. Unser neues Fahrzeug. So, die Beleuchtung funktioniert. Die Arbeitsbeleuchtung funktioniert und auch das Blaulicht funktioniert. Jetzt dürfte die Lampen nämlich da aus sein. Was können wir denn noch alles hier? Schauen wir doch mal rein, oder? Aber wenn ich diese Besen da sehe, erinnert mich das stark an den ABC-Schutzsimulator. Okay. So, dann fahren wir doch mal eine Runde rum. Dann müssen wir eigentlich nicht. Müssen ja erst ausrücken, wenn Alarm ist. So, ach, wir sind noch halb draußen. Lol. Wir haben einen langen Po. So, 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 so. So, dann gucken wir mal, wo die ganzen Fitnessgeräte hier waren. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Achso, das sind die Gates, wenn Alarm ist, okay. Das waren die ganzen Büros, glaube ich. Ist das richtig? So, machen wir mal Licht an. Wir wollen ja nicht knäuserig sein mit dem Geld. Dann machen wir mal das Licht an. So, dann waren die Fitnessgeräte bestimmt eine Etage höher. Komme ich ja schon gar nicht rein. Na, hier sind die Schlafräume. Schlafraum. Schlafraum. Okay, ist das Gebäude ein bisschen schief? Kann das sein? Oder laufen wir einfach nur krumm? Schlafraum. Gut, ich gucke jetzt gar nicht weiter. Das sind alles Schlafräume hier. Schöne Aussicht von außen. Das hier, da hinten ist übrigens die Kommandozentrale, aber da wollen wir ja momentan gar nicht hin. Hallo. Hi. Ja, es waren ja nur die Büroräume hier, oder? Ja, genau. Kollegen, wo waren hier die Fitnessanlage und so? Ich habe mich leicht verlaufen, glaube ich. Einsatzbefehl für Florian. Okay. Die Tower hat uns gerade durchgegeben, dass sich ein Maschine auf dem Anflug auf Rollbahn 24 befindet. Okay. Unser Bereitstellungsraum ist dort das Rollfeld Ende 06. Der Pilot der Frachtmaschine befürchtet, dass es bei der Landung zu einer Überhitzung des Fahrwerks kommen kann. Sollte das der Fall sein, so müssen schnellstmöglich die Drucklüfter aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Kommt halt zurück oder bringt wenigstens die Fahrzeuge halt zurück. Florian 4 verstanden. Okay.
Fahren die jetzt wirklich der Straße entlang? Ja. Okay. Selbst im Notfall fahren die noch die Straße entlang. Es geht davon aus. Ich glaube, da ist das Flugzeug, was landen soll. So, wir sollen jetzt irgendwas aufstellen. Ich hab diese komischen Lüfter hier. So, einer steht schon mal. Na los, komm. Haben wir noch mehr von den Dingern? Wunderbar. Los, 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 los. Da kommen auch die ganzen Kollegen mit den ganzen Einsatzfahrzeugen. Einfach nur Hammer. Unsere Unterstützung ist so gesehen unterwegs. Wir sind schon dabei, alles in Ordnung zu bringen. Und ich glaube auch, dass wir das hinbekommen. So, jetzt wird gerade alles abgekühlt. Geil mit den Verwirbelungen hinten raus. Hammer. Sieht echt gut aus. Auch der Flieger sieht klasse aus. Wunderbar. Die Fahrwerke, nochmal, die Drucklüfter können jetzt wieder ans Fahrzeug. Okidoki. So, lol. Von wo wird das Ding denn so angestrahlt? Naja, was soll's. So, zurück ins Auto damit und dann ist, glaube ich, der Einsatz wieder in Ordnung. Florian 4 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Huch, habe ich jetzt eine Gasmaske an? Wollte ich doch gar nicht. Lol. So, Kollege. Wir haben es geschafft. Puh. War aber stressig hier. War richtig stressig. Haben wir aber locker geschafft, aber egal. War stressig. So, wir haben hier noch Sprit, wir haben hier noch Wasser. Erstmal brauchen wir Janus. Erstmal brauchen wir ein bisschen Auszeit, würde ich sagen. So, Florian auf Leitstelle. Florian 4 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Wache. Huch. So, einmal das Türchen öffnen. So, das Türchen lassen wir offen. Falls wir nochmal hier in Sturm raus müssen, dann ist das okay. Hi. Hi. Wer du auch immer bist, ich kenne dich nicht. Umkleideräume. Männertoiletten. Damentoiletten. Die Küche. Guten Tag zusammen. Ist das der Fitnessraum? Auch nicht. What the fuck? Wo war denn der Fitnessraum dann? Ja, die Toiletten ja nicht. Ah, da hinten war der bestimmt. Würde zumindest einen Sinn ergeben. Bingo. Machen wir uns mal fit hier. So, ein bisschen Krafttraining.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So, und nochmal laufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und nochmal laufen. Wir müssen fit bleiben. So, noch einmal hier. Eins, zwei, drei, vier. Ich weiß nicht, wozu es gut ist. Fünf. Aber es scheint gut zu sein. Sechs, sieben, acht, neun. Morgen machen wir das mit einer Hand. Zehn, elf, zwölf. Ha, zwölf. Ist das hier? Das Büro. Und jetzt das Licht ausgemacht. Hab ich gesagt Licht aus? Hab ich glaube ich nicht gesagt, oder? Schade, hier ist nichts mehr drin, okay. Ah, wenn wir normal gehen, lädt sich der Balken oben aus, die Ausdauer. Dann füllen wir den ein bisschen. Ich glaube, mit Sport können wir ganz gut alles wieder verbessern. Unsere Ausdauer und so weiter. Eigentlich ist unsere Schicht wieder vorbei. Würde ich sagen, wir melden uns ab. So, Ihre Schicht ist hiermit erfolgreich beendet. So, du benötigst noch 1250 Punkte, um in den nächsten Rang aufzusteigen. Wieso haben wir wieder 0? Lol. Speichern das Ganze mal. Ja, möchte ich. Und weiter. So. Die Folge wäre ja viel zu kurz jetzt gewesen. Also lasse ich es weiterlaufen. I'm still waiting for you. Geht's jetzt mal weiter hier? Ist ja nervig. Hallo. Hallo, Freunde. Hallo. Ich guck zu viel Stefan Raab. Tag, ihr Nasenbären. Was? Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Lol. Das Tanklöschfahrzeug Florian 4 teile ich dir heute zu. Danke. Vom unseren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug so. Natürlich. Das schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Danke, Hauste. Ich geh Fitness machen. Lol. Also das ist ja mal lustig. So. Guten Morgen. Morgen. Können wir denn unsere Ausdauer überhaupt verbessern? Irgendwie? Oder geht das gar nicht? Haben wir jetzt die letzten Tage genug Fitness gemacht? Ich achte gerade penibel auf diese Anzeige rechts, aber es ändert sich, glaube ich, nichts. Guten Morgen. Morgen. Ich trainiere. Geh raus, bitte. Ich bin nackt. Was? Also für mich ändert sich da vielleicht minimal. Das sieht für mich nicht danach aus, dass sich da was ändert momentan. Ja, anscheinend doch. Ja, doch ein bisschen sind wir jetzt höher. Naja, ist jetzt nicht so der Hammer. Wow. Florian 4. Im Bereich des Hangars und Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde ein Alarm gemeldet. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall. Okay. Es ist ein Feuer ausgebrochen und Öl ausgelaufen. Okay. Begib dich bitte umgehend dorthin, lösche den Brand und nimm das Öl mit dem Bindemittel auf. Okay. Kommt halt zurück. Florian 4 an Leitschein. Alles verstanden. Bin unterwegs. So, ein Unfall. Feuer ausgebrochen. Öl ausgelaufen. Öl binden. Feuer löschen. Andersrum. Feuer löschen, Öl binden. Öl binden.